Herkules wusste es nicht, aber er nahm an der letzten großen Schlacht teil, als er König Eurystheus von Euchalia gegenüberstand. Und es sollte auch sein letzter Sieg sein. Er nahm die Tochter des Königs, welche in der Schlacht starb, gefangen und versklavte sie. Sie wurde zu Deianira, der Frau von Herkules, geschickt und diente ihr als Hofdame. Als Lichas, der Bote des Herkules, mit der neuen Magd in Deianiras Haus kam, war die Frau des Helden über die Schönheit der Gefangenen erstaunt. Ihr Name war Iole. Doch einer von Deianiras Verwandten warnte die Prinzessin vor dem Risiko, das sie einging. Bevor er Deianira traf, war Herkules in Iole verliebt und sie war dem Helden versprochen worden. König Eurystheus hielt sein Versprechen jedoch nicht ein, weshalb Herkules das Königreich Euchalia angriff. Deianira erinnerte sich an den Bluttrank des Zentauren Nessus. Diesem Wesen zufolge würde das Elixier Herkules ewige Liebe zu seiner Frau garantieren. Deianira benutzte das Blut des Zentauren und etwas Wolle. Damit verzauberte sie einen Mantel, den sie selbst für Herkules zur Feier seiner Siege angefertigt hatte. Sie übergab den verzauberten Mantel dem Boten und sagte Lichas, dass das Kleidungsstück nur von ihrem Mann getragen werden dürfe. Am selben Tag bemerkte Deianira, dass die Wolle blubberte, als würde sie von einer Säure verbrannt. Weit entfernt hatte Herkules den Mantel angezogen und spürte, wie seine Haut brannte. Er warf den Mantel weg, aber die Beschwörung war eigentlich ein Fluch. Die Rache des Zentauren Nessus war vollbracht. Der vom Blut der Hydra vergiftete Mantel verursachte dem Helden stechende Schmerzen. Nach so vielen Taten kam er durch die Eifersucht seiner Frau um, die ihn versehentlich tötete. Damit setzte sie auch ihrem Leben ein Ende. Herkules bat darum, einen Scheiterhaufen zu errichten, um ihn zu opfern, denn er wollte diese entsetzlichen Qualen beenden. Aber niemand hatte den Mut, den Scheiterhaufen anzuzünden, auf dem der Held stand. Philoktetes, der alte Freund des Helden, war der Einzige, der sich traute, als Geste der Dankbarkeit. Herkules bot ihm seinen prächtigen Bogen und seinen Köcher mit Pfeilen an, die in Hydrablut getränkt waren. Nachdem er vollständig von den Flammen verzehrt worden war, stieg Herkules Geist zum Himmel auf. Nach dieser Apotheose kam Herkules im Olymp an, wo er von seinem Vater als Gott empfangen wurde und schließlich wurde mit der Göttin Hera versöhnt. Die Königin des Olymps bot ihm die Hand von Hebe, der Göttin der Jugend. Herkules heiratete sie und sie bekamen zwei Kinder. Nachdem er so viele Aufgaben erfüllt hatte, konnte er endlich neben den unsterblichen Göttern ruhen.